So, du hast deinen Kaffee gekriegt und jetzt wollen wir mal sehen. Ich habe sogar die Bürotaste bekommen. Ganz toll. Für Kunden. Ja, ja, gut. Ich bin ja diesmal auch Kunde. Leute, es ist der Wahnsinn. Es ist so schön. Schaut euch diese Decke an. Die ist doch der Hammer, oder? Ah, ich lieb sie. Ah, Hexe Akania hat sich übertroffen. Ja, und ich wollte unbedingt, ihr wisst ja, Lilith ist ja meine Göttin, also ich liebe sie und mit ihr arbeite ich so wahnsinnig gerne, weil sie einfach ja, so mächtig ist, ne? Ja, und ganz, ganz toll finde ich auch die Laterne. Schaut euch bitte diese Laterne an. Das finde ich wunderschön. Ah, Hammer. Wahnsinn. War auch so eine tolle Idee von dir. Ah, das... Ich freue mich schon auf die ersten Rituale jetzt mit den neuen Sachen. Aber das ist noch nicht alles, Leute. Ich habe auch ein Gutzerle gekriegt. Und Gutzerle, da habe ich ja drauf bestanden. Ne? Und diese tollen neuen Kugelschreiber von Hexe Akania habe ich auch bekommen. Guck da mal. Feuerzeug, damit die Zigarette auch gut glüht. Ah, natürlich die Kerzen. So, aber ganz toll, es gibt jetzt bald ein Video von mir. Und zwar geht es dann um... Ja, eine Klarstellung, wenn es um Kerzen geht. Und da habe ich mir jetzt auch von der Akania welche machen lassen. Und zwar diese Töpfchenkerzen. Schaut euch bitte an, wie schön die sind. Mit Pentagramm und Stößchen vorn drauf. Also wirklich, wirklich schön. Die habe ich mir natürlich auch einmal für die Blockadenlösung, wenn es um berufliche Sachen geht. Zum Beispiel, wenn man jetzt Erfolgsrituale macht für Geld und so. Aber früher als Kind schon immer gehört hat, das schaffst du nicht, das wird nie was aus dir oder so. Hierfür sind die perfekt, dass der Geldfluss auch wieder mal kommt. Die Liebeskerzen, Liebestöpfchen, Erfolg in der Liebe. Ja, das Geld darf natürlich auch fließen, ne? Und das Ganze darf natürlich auch geschützt sein. Und dafür habe ich mir das machen lassen und ich freue mich da riesig, weil genau diese Form, die habe ich nämlich leider nicht. Und die hat aber Akania und deswegen darf Akania natürlich mir die Kerzen gießen. Da hast du ein Video mit geplant. Ja, aber, ja, da kommt noch ein ganz tolles Video dazu. Aha. Dann möchte ich Herrn Shadow nicht vergessen. Der hat nämlich die Hintergrundmusik für dieses Video jetzt gemacht. Und der wird auch noch ganz viele andere Musik für mein Video machen, weil ich das total cool finde, wie er das macht. Und wenn ihr möchtet, er hat einen ganz tollen Kanal. Ich verlinke den auch bei mir in der Beschreibung. Abonniert mal. Ist ein ganz toller Junge, der das macht. Alle ein Abo schenken. Ja, immer schön Däumchen hoch bei ihm. Gut. Ja, das war's auch schon. Ich trinke jetzt mein Käffchen fertig. Und dann grillen wir nämlich noch. Kartoffelsalat und Nudelsalat ist schon fertig. Wir freuen uns. Tschüss, tschüss. Schicksal wird geschrieben im Schatten der Mondlichter. Die Hexenlieder klingen, keine Gnade. Keine Worte, keine Reue, unser Zauber wird vollbracht. Unter dem Schleier der Dunkelheit wird die Liebe gemacht.